Der ideologische Kampf war stets auch immer ein Kampf um die Begriffe. Welche Begriffe darf man in den öffentlichen Auseinandersetzungen, in den öffentlichen Debatten überhaupt verwenden? Und was bedeuten exakt diese Begriffe? Wer hat die Deutungshoheit über diese Begriffe? Wie gesagt, das ist nicht neu. Neu ist, dass diese Debatte immer mehr auch die Alltagssprache beherrscht. Darf man noch Zigeunerschnitzel sagen beispielsweise? Das Ganze wurde natürlich völlig aufgeblickt durch diese ganze Cancel Culture, durch Woke, durch Gendern. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die jetzt irgendwie ja, ganz fürchterlich diskriminierend sind, unmöglich. 10 kleine Negerlein, der Roman von Agatha Christie, das darf man so nicht mehr sagen. Nun gibt es einen neuen Begriff, der in diesen Katalog fällt. Und zwar, das können Sie heute in der FAZ sehen, und zwar gleich auf der ersten Seite. Die sind entsetzt offensichtlich, AfD-Äußerung alarmiert Geheimdienst. Das heißt, der Geheimdienst, der Bundesverfassungsschutz, ist jetzt irgendwie auf den Plan getreten. Warum? Weil man einen Begriff benutzt, und zwar Parteienstaat. Das ist jetzt ganz fürchterlich, und zwar, man benutzt diesen Begriff eben mit einer negativen Konnotation. Ich lese ja kurz vor, Hünig, das ist ein Landtagsabgeordneter der AfD, ich kenne ihn nicht, ich habe keine Ahnung, was dieser Herr sagt, ich beziehe mich nur auf diesen Begriff hier. Hünig hatte bei einem Bürgerstammtisch gefordert, dass die AfD, sobald sie regieren, und zwar, jetzt kommt ein Zitat, diesen Parteienstaat abschaffen müsse. Das ist, was eben so irritiert. Ja, dieser Parteienstaat solle abgeschafft werden. Das ZDF hatte die Rede gefilmt. Wie die FAZ aus Geheimdienstkreisen erfuhr, sieht der brandenburgische Verfassungsschutz in der Äußerung einen klaren Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, also das ist also sehr ernst, sehr fürchterlich, ganz schlimm. Wir müssen hier wirklich alle Kräfte mobilisieren, um die Demokratie zu schützen. Solche Äußerungen seien Teil der Strategie, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Ich werde gleich erläutern, wie hier wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Aber das kommt gleich. Ich will, damit Sie informiert sind, diesen kurzen Text hier vorlesen. Man stelle die Demokratie in Frage. Also die gesamte Demokratie ist jetzt in Gefahr wegen dieser Kritik an den Parteienstaat. Nehme den Applaus der Anhänger mit unverharmlose, anschließend den Vorstoß wieder. Okay, ist das tatsächlich so schlimm, wie das hier dargestellt wird? Ja, kommt der Kollaps der Demokratie oder nicht? Ich empfehle zu diesem Thema eben dieses Büchlein. Das ist ein Standardbuch aus dem Studium der Politologie. Ich habe nicht Politologie studiert, aber ich kenne Politologen und die haben mir das empfohlen. Und zwar Wilhelm Hennis, Auf dem Weg in den Parteienstaat. Ja, so heißt schon gleich das Buch. Ja, Aufsätze aus 4 Jahrzehnten, erschienen in Reklam. Worum geht es hier? Ja, und zwar, wir haben öffentliche Güter, die bereitgestellt werden müssen der Bevölkerung einer ganzen Nation. Das Problem ist folgendes. Bei öffentlichen Gütern haben wir nicht den Regulierungsmechanismus des Marktes. Ja, das heißt, wir wissen nicht irgendwie aus dem Markt, ja, was muss bereitgestellt werden, welche Güter müssen allokiert werden, welche Güter muss eben der Staat eben, ja, bereitstellen den Menschen, damit eben das Leben hier funktionieren kann. Ja, in der Privatwirtschaft hat jemand Hunger, er geht in den Supermarkt, kauft sich Brot und Wurst und damit hat er eigentlich signalisiert, was er will, was er präferiert, was sind seine Präferenzen sozusagen. Ja? Und so entsteht ein Angebot und Nachfrage und dementsprechend wird ihm etwas produziert, was dann angeboten wird und die Konsumenten fragen das nach. Und da hat man ein Preissystem, über dieses Preissystem weiß man, aha, das ist, was die Leute haben wollen, ja, und das werde ich auch produzieren, weil damit mache ich auch Profit etc. etc. Wie gesagt, das, so funktioniert die Marktwirtschaft über ein Preissystem. So etwas hat man eben bei öffentlichen Gütern nicht. Da muss man Verfahren entwickeln, wie man herausstellt, welche öffentlichen Güter eben bereitgestellt werden sollen. Also ein politisches Verfahren, das kann eine Volksabstimmung sein, ja, das kann eben ja eine Wahl zu einem Parlament sein, etc. etc. Und da gibt es natürlich verschiedene Formen. So, in Deutschland, ich versuche das kurz zu machen, weil das ganze Thema ist eigentlich sehr kompliziert, aber es ist ein faszinierendes Thema. Also für mich ist es unglaublich interessant, aber ich mache das hier sehr kurz. In Deutschland hat man nach dem Zweiten Weltkrieg, also bei der Gründung der Bundesrepublik, sich entschieden, die Parteien sehr eben stark zu machen in dem
Meinungsbildungsprozess. Das heißt, in dieser ganzen Debatte, okay, was sollte der Staat machen? Welche öffentlichen Güter sollten eben angeboten werden? Etc., 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 spielten in Deutschland die Parteien eine sehr große Rolle. Und das hat man gemacht über das Wahlsystem, das Wahlrecht konkret, und auch über die, zum Beispiel die 5%-Klausel. Ja, in Ländern wie Frankreich, in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten gibt es ein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, da gibt es Wahlbezirke, da treten Kandidaten an. Derjenige mit den meisten Stimmen gewinnt. Oder manchmal muss sogar einer mehr als 50% haben. Das heißt, es kommt zu Stichwahlen. In diesem Mehrheitswahlsystem ist der Einfluss der einzelnen Bürger, die sich dann organisieren können, zum Beispiel in Vereinen, in Organisationen, der Einfluss der Bürger auf die Wahl ist sehr groß. Ja? Und zwar deshalb, weil sich der ganze Druck dieser Organisation auf den einzelnen Kandidaten konzentriert. Und damit muss er natürlich immer viel mehr bereit sein, eben auf die Interessen dieser Bürger einzugehen. Ja? Und deshalb, das sieht man ja besonders in den Vereinigten Staaten, dass vor den Wahlen, das ist ja wirklich sehr lange, gibt es einen riesigen Wahlkampf, sehr viele Menschen beteiligen sich daran, es ist ja hitzig, ja, und weil eben jeder will eben tatsächlich, dass seine Interessen, jeder einzelne Bürger will, dass seine Interessen berücksichtigt werden bei dieser Wahl und eben versucht Einfluss zu nehmen auf die einzelnen Kandidaten seines einzelnen Wahlbezirks. So ist es auch in Frankreich, so ist es auch im Vereinigten Königreich etc. Generell, das ist das System des Mehrheitswahlrechts. So, in Deutschland wollte man das nicht haben, ja, nach der Weimarer Republik, nach dem Dritten Reich. Man hat gesagt, nein, das sollen die Parteien innerhalb der Parteien sollen die sollen fast den Meinungsprozess monopolisieren, ja, und sie sollen Listen aufstellen. Es gibt natürlich nicht nur Listen, es gibt auch Direktkandidaten, ich weiß, aber ich werde das hier etwas vereinfachen, damit das Video nicht zu lang wird. So, das heißt, die Parteien in Deutschland sind besonders stark, insbesondere im Vergleich zu unseren ganzen Nachbarn, ja, aber zum Beispiel auch im Vergleich zu Italien, wo es auch ein Parlament gibt, aber das sind die Parteien längst nicht so wichtig wie in Deutschland. Ja, in Deutschland außerdem noch gibt es die 5%-Klausel, das heißt, es gibt kleine Gruppen, können sich kaum eigentlich schnell etablieren und irgendwie in den Bundestag kommen. Und außerdem noch ist es so, dass die Parteien sehr großzügig finanziell behandelt werden durch den Staat. Ja, also die bekommen wirklich sehr viele Zuschüsse. Das ist auch ein Unikat. Das ist nicht überall so. In den Vereinigten Staaten ist es ganz anders. Ja, die müssen sich ganz anders finanzieren. Das heißt, die Parteien werden hier in Deutschland sehr großzügig behandelt. Und nicht nur das, selbst im Grundgesetz stehen, die Parteien tragen bei zur politischen Meinungsbildung. Ich habe den Artikel jetzt nicht auswendig gelernt, aber so steht das ungefähr da. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis ist, dass in Deutschland die Parteien sehr stark sind, ja, sehr den ganzen politischen Diskurs dominieren, viel mehr als in anderen Ländern, ja. Okay, das beschreibt eben dieser Herr, ja, und das nennt sich Parteienstaat. Ja, das heißt, diese sehr starke Dominanz von den Parteien, wie gesagt, das ist nicht überall so, das ist wirklich ein deutsches Unikat hier, und er erklärt das ausführlich, ich werde das ganze Buch hier nicht zusammenfassen, ja, aber das hat man so in Herrenchiemse damals eben so beim Parlamentarischen Rat eben so haben wollen, ja, man wollte eben die ganzen sozusagen Bewegungen oder Strömungen in der Gesellschaft eigentlich nicht so mächtig werden lassen und so einflussreich werden lassen, sondern sie müssten dann quasi in die Parteien gehen und damit würden diese Bewegungen etc. quasi diszipliniert werden. Die müssten dann sozusagen im demokratischen Prozess schon innerhalb der Parteien, also bevor die überhaupt in den Bundestag kommen, ja, da müssten sie sich sozusagen artikulieren und sich in diesem ganzen Prozess der politischen Meinungsbildung über den Ortsverband bis hin eben zum Bundestag eben durchsetzen, wenn sie irgendwie etwas erreichen wollen. So, das Ganze, dieses ganze Konvolut nennt man eben Parteienstaat. So, und dieser Begriff Parteienstaat oder dieser Parteienstaat war nie frei von Kritik. Also man wusste ganz klar, dass dieser Parteienstaat natürlich auch negative Seiten hat. Und zwar, was ich vorhin gesagt habe über das Mehrheitswahlrecht, findet hier nicht so statt. Das heißt, das Interesse der Bürger, der Einfluss der Bürger ist natürlich wesentlich indirekter als in einem Mehrheitswahlrecht. Ja?
Aber das, so hat man das damals eben beschlossen, 1949. Ja. Das heißt, man weiß, dass das eben, im Grunde genommen ist es natürlich viel autoritär. Das heißt, sie müssen in eine Partei gehen, sie müssen Parteimitglied werden. Deshalb waren die Parteien in Deutschland auch in der Regel bis vor ein paar Jahrzehnten riesig groß. Die CDU und, hatte über 1 Million Mitglieder zur Zeit von Heiner Geißler. Auch die SPD, das war stets immer die größte Partei. Das ist natürlich, diese Zeiten sind längst vorbei. Ja. Und natürlich ist es so, dass in einer Parteiendemokratie, wie gesagt, das heißt, der vorpolitische Raum wird mehr oder weniger vernachlässigt. Noch in den 80er, in den 90er Jahren haben sogar einige Parteien aktiv versucht, den vorpolitischen Raum, egal ob er jetzt in Vereinen organisiert war oder wie auch immer, versucht zu schwächen. Ja, das war ganz klar die, eine Zielsetzung von diesen Leuten. Das ist denen nicht möglich, weil generell, und zwar seit den 90er Jahren, ist es so, dass die Parteien an Ausstrahlung, an Ruf verloren haben. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt irgendwie unbedingt in Parteien eintreten, Mitglied werden, etc., etc. Okay, ich will hier nicht die ganze Geschichte darstellen, weil das ist ein sehr langes Thema. Aber das können Sie alles hier lesen. Auf jeden Fall, der wichtige Punkt ist, der Begriff Parteistaat ist ein gängiger Begriff in der Politologie und es ist stets immer irgendwie tatsächlich auch kritisiert worden. Das heißt, immer wieder hat man sich gefragt, ist dieser Parteienstaat in Deutschland vielleicht nicht zu stark und wirkt ab eben die eigentlichen Interessen der Leute. Ich lese hier aus diesem kleinen Büchlein, ich habe den damals gekauft, das kostete damals noch 8 D-Mark bei Reklam, Und da können Sie sehen, es könnte sein, dass auch dem deutschen Parteienstaat bald die Stunde schlägt. Das heißt, das hat er jetzt 1998 geschrieben, damals zeigt es sich schon, dass diese Parteiendemokratie eben nicht mehr die Ausstrahlungskraft hat, wie noch in den 50er und 60er Jahren, wo alle Leute praktisch, die sich für Politik interessiert haben, in eine Partei eingetreten sind. Zu mächtig ist unter dem Druck der modernen Medien die Versuchung, das amerikanische Vorbild, den ich jetzt kurz geschildert habe, nachzuahmen. Womit ein Gemeinwesen besser fährt, welches Übel das geringere ist. Der verkrustete Parteienstaat, sehen Sie, ich meine, wie er sich ausdrückt, oder der gesinnungslose Populismus liegt jenseits des Beobachtungszeitraums dieser Aufsätze, etc., etc. Aber da geht er dieser ganzen Frage ein. Wie gesagt, das ist jetzt ein Standardbuch der Politologie. Und dann später, und zwar unter dem Kapitel Aufgabe und Grenze der Parteien. Wenn man in den deutschen Staatsrechtslehre und politischen Wissenschaft nach 1945 noch glaubte, so etwas wie eine Apologie für das Daseinsrecht der Parteien vorbringen zu sollen, so wird man heute wohl sagen dürfen, dass die Parteien so fest im Sattel sitzen, dass sie im Gegenteil zur Zielscheibe einer modernen, freiheitlich-demokratischen Herrschaftskritik werden müssten. Ja, das heißt, hier wird sogar gesagt, im Grunde genommen, die Parteien sind so stark, dass sie eben inzwischen zur Zielscheibe, ich wiederhole das, einer modernen, freiheitlich-demokratischen Herrschaftskritik werden müssten. Das heißt, er selber insinuiert hier, die Parteien sind möglicherweise zu stark geworden und das macht eben die Meinungsbildung im allgemeinen Volk eben platt und das ist eigentlich anachronistisch. So, und jetzt komme ich wieder zum Artikel der FAZ. Ja, ich meine, dieser Artikel ist wirklich so suggestiv, weil, sagen wir so, ich habe ja nur das gelesen, was hier eigentlich zitiert worden ist. Und zwar, dass dieser Parteistaat eben abgeschafft werden soll. Okay, diese Diskussion ist erstens weder neu. Ja, der Begriff Parteistaat ist nicht neu. Ja, ist alt. Ja, Es hat nicht etwas Radikales oder Extremistisches, wenn man sich darüber eben unterhält. So, falls jetzt dieser Herr Hünig oder so extremistisch ist oder so, okay, aber dann müssten jetzt die anderen Parteien sagen, okay, warum wollen sie diesen Parteienstaat eben aufrechterhalten oder sollte eben tatsächlich etwas verändert werden? De facto, schon die Tatsache, dass Bundeskanzler Olaf Scholz aufruft an Protesten im vorpolitischen Raum teilzunehmen, zeigt eigentlich, dass diese Parteien im Grunde genommen gar nicht mehr die Leute richtig bewegen können. So etwas wäre zum Beispiel in der Zeit von Konrad Adenauer sowieso nicht, aber auch selbst unter Helmut Schmidt oder Willy Brandt, das wäre nicht passiert. Das heißt, die hätten gesagt, wer sich an politischen Diskurs beteiligen will, der soll in die Parteien eintreten. Ja, so etwas wagen die Parteien nicht. So, aber wenn das jetzt jemand sagt, okay, vielleicht sollte man sich darüber Gedanken machen, ob dieser Parteienstaat
Ich zeige es nochmal hier, damit Sie nicht glauben, dass das ist dieser Herr Hünig hat diesen Begriff nicht erfunden. Ja, ob man sich vielleicht darüber Gedanken machen sollte, ob der Parteienstaat, der in der Bundesrepublik nach 1945 eingeführt worden ist, tatsächlich noch aktuell ist und tatsächlich eben die Interessen der Bürger eigentlich vertritt. Denn das ist ja an sich, was man ja in letzter Zeit ja, das war ja ein Dauerthema, gerade bei diesen Bauerndemos und so weiter. Viele Menschen haben den Eindruck, dass die Politiker die Interessen der Bürger nicht ernst nehmen. Und das sagen nicht nur Leute von der AfD, das sagt zum Beispiel auch Sarah Wagenknecht, das sagt die CDU, das sagen alle. Das bedeutet, ja, um auf diesen Begriff Parteienstaat zu kommen, möglicherweise, das müsste man diskutieren, und zwar offen und fair und auch fachgerecht, ja, möglicherweise ist der Parteienstaat, so wie er in Deutschland heutzutage existiert, im Grunde genommen eine völlig übertriebene Privilegierung gewisser Parteien. Und das sollte tatsächlich überdacht werden. Ja. Das gehört auch zu einer freien, demokratischen freiheitlich-demokratischen Staat, ja, und auch gehört zum eben demokratischen Diskurs. Darüber sollte man sich Gedanken machen, ob der Parteienstaat das tatsächlich so stark sein sollte und ob das noch gerechtfertigt ist, aufgrund der Tatsache, dass sich die Menschen heutzutage ganz anders artikulieren, entweder über Facebook, über WhatsApp-Gruppen, über Organisationen wie Greenpeace, ja, der politische Einfluss von Greenpeace ist enorm, Plattformen wie Kampakt auf dem linken Lager oder zum Beispiel die Aktion, die ich leite, die Aktion Kinder in Gefahr. Ich lade sie ein, sich einzutragen und sich dann auch politisch eben zu beteiligen. Ja, nicht in einer Partei, sondern eben über eine Aktion, die Aktion Kinder in Gefahr. Ja, aber das heißt zu sagen, okay, allein schon der Gedanke darüber sei irgendwie extremistisch und der Bundesverfassungsschutz irgendwie müsste jetzt irgendwie aktiv werden, das ist wirklich, ja, verblüffend.